Die Unterschiede zwischen Theorie und Praxis in der Steuerberatung. Gerade wenn es um das Bestehen des Steuerberaterexamens geht, tun sich viele Praktiker verdammt schwer damit, in dieser Theorieprüfung erfolgreich zu sein. Was sind die Gründe dafür und warum ist ein guter Theoretiker, also ein guter Prüfling, nicht gleich ein guter Praktiker und umgekehrt? Diese Fragen beantworten wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlo Steinecke. Ich bin der fachliche Leiter der ESA Examensvorbereitung, der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um die Unterschiede zwischen Theorie und Praxis. Warum tun sich so viele richtig gute Praktiker im Steuerberaterexamen so verdammt schwer? Dafür müssen wir einmal auf die Unterschiede draufschauen. Der wesentlichste Punkt ist der, dass in der Praxis das Ergebnis zählt. Das heißt, die Ergebnisse zu beschaffen, möglich zu machen, Lösungen zu finden und vor allem das Endprodukt, darauf kommt es an. Im Steuerberaterexamen ist das genau anders, denn hier ist absolut der Weg das Ziel. Das heißt, du musst in dieser berühmten Klausurtechnik, über die alle immer sprechen, im richtigen Aufbau die Sachverhalte lösen. Da geht es nicht darum, wie ist das richtige Ergebnis, also wie hoch ist die richtige Steuer. Es gibt vielleicht einen halben Punkt, manchmal, wenn sie großzügig sind, vielleicht auch einen ganzen Punkt, aber that's it. Du musst die richtigen Reihenfolgen beachten, die richtigen Negativabgrenzungen berücksichtigen, Zitationen, Paragraphen, also sehr, sehr viel Formales. In der Praxis, wie eben schon gesagt, geht es darum, dass du für den Mandanten Lösungen findest, dass du die Buchhaltung fertigstellst, dass du den Mandanten gut berätst, dass das Ergebnis passt, dass die Sachen eingehalten werden, die Steuererklärungen rechtzeitig beim Finanzamt sind und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben einen ganz unterschiedlichen Fokus. Und gerade wenn man über diesen sogenannten Praktikerweg ins Steuerberaterexamen geht, tut man sich schwer, dadurch, dass man viele Jahre Berufserfahrung hat als guter Praktiker häufig, dass man durch diese Arbeitsweisen, die man gewohnt ist, heißt ergebnisorientiert zu arbeiten, unter Druck zügig das Ergebnis herzustellen, eher auf Masse sozusagen ausgelegt, dass diese Arbeitsweise im Examen nicht funktioniert. Das heißt, diese Art des Tätigwerdens ist so tief drin. Und diese Fragen, die man sich für die Theorie stellt, hat man sich so lange eben nicht gestellt. Und gewisse Art und Weisen, die für die Praxis super funktionieren, die muss man sich erstmal aktiv abtrainieren für die Klausuren, für die Theoriewelt, damit man dann die Art und Weise, die notwendig ist, um die Punkte in den Klausuren zu holen, jetzt berücksichtigen kann. Und das fällt einfach vielen Praktikern schwer, weil sie diesen Switch nicht hinbekommen. Dadurch, dass sie diese Praxisbrille so lange schon auf hatten und nicht einfach ablegen können. Und das zu erkennen im Rahmen der Vorbereitung ist fundamental wichtig, denn natürlich bringt viele Jahre praktische Erfahrung auch Vorteile mit sich, wie man an Sachen rangeht, ein Gespür für Themen, wo die Reise hingehen könnte, worauf es ankommt. Aber du musst natürlich diese Punkte auch richtig nutzen können. Und nur wenn du weißt, worauf es ankommt, wie dieser Switch gelingt, kannst du eben dein Know-how auch so transferieren, dass du davon profitieren kannst und vor allem die typischen Fehler, die ich eben schon aufgezeigt habe, dass man eben zu sehr aufs Ergebnis geht, diesen Weg nicht berücksichtigt, weil man es nicht gewohnt ist, das im Vorwege zu kennen und abzustellen. Natürlich gibt es dafür Strategien, die man natürlich dann aber auch berücksichtigen muss. Gleichzeitig ist das natürlich aber auch ein mentales Thema, gerade wenn man schon mal durchgefallen ist. Man stellt sich die Frage, okay, ich bin wirklich gut in der Praxis, ich bin vielleicht eine richtige Arbeitsmaschine, super anerkannt auf der Arbeit, aber irgendwie gelingt mir dieser Sprung nicht im Steuerberaterexamen. Das ist immer wieder auf diese Gründe zurückzuführen. Gleichzeitig ist aber auch wichtig, ein guter Prüfling ist noch kein guter Sachbearbeiter, Steuerberater in der Praxis. Auch diese beiden Punkte in umgedrehter Weise haben natürlich nichts miteinander zu tun, sondern das ist eine Basis, das Steuerberaterexamen, ich sage mal von der Theorie her. Heißt aber nicht, dass du, ich sag mal, belastbar bist in der Arbeit, in der Art und Weise, wie du arbeitest, der Output vom Umfang, von der Quantität, von der Qualität und die aktive Steuerberatung etc., das hat natürlich nichts damit zu tun, welche Note du jetzt im Steuerberaterexamen schreibst, weil diese ganzen Punkte auch Kommunikation, Auftreten gegenüber dem Mandanten, dem Finanzamt und so weiter natürlich damit reinspielt, wo man sagen muss, dass das auch nicht gleichzusetzen ist. Auch wichtig bei der Einstellung, wenn man jetzt auch durch die HR-Brille guckt oder eben selber eine Kanzlei hat,
und da sozusagen die Mitarbeiter auswählen möchte. Heißt, es gibt große Unterschiede. Man kann aus beiden Welten das Ganze das Beste miteinander kombinieren, wenn man weiß, worauf es ankommt, sowohl im Examen als auch dann natürlich in der Transformation für den Praxisalltag, wenn du erstmal Steuerberaterin oder Steuerberater geworden bist. Wenn du das noch erreichen willst, dieses Ziel, und auf der Suche nach dem für dich passenden Anbieter bist, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESH. Den Link dazu blenden wir unter dem Video wie immer ein. Dort kannst du dann in einem 60-minütigen 1-zu-1-Gespräch mit unserem Strategieexperten herausarbeiten, gerade wenn du eben diese negativen Erfahrungen schon mal gemacht hast, woran lag es bei dir konkret, was waren die Probleme, Ursachen und vor allem, was sind die Lösungen und Strategien, damit das bei dir in Zukunft anders läuft und du auch dein Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video. Dein Marlo.